Einfach nur nochmal ein freundliches Hallo von meiner Seite. Ich wollte mich mal vorstellen, mein Name ist Gucci. Prada! Nein, nicht wie Prada. Gucci, das gute G. Ich bin Glorias gutes Gewissen. Und ich bin so froh, die Gloria macht ja jetzt endlich was Vernünftiges. Oh ja, sie seufzt sich zu Tode. Na, aber doch mit tollen Gästen. Macht er auch nicht besser, die saufen auch. Na, aber also, als ob dich das stören würde. Die Einzige, die stört, bist du, meine Liebe. Wahrlich nicht. Also, ohne mich wärt ihr doch längst in der Gosse, Liebes. Aber ohne mich legt ihr beide im Grab. Voll Langeweile. Hören Sie das? Wow. Meine Damen und Herren, wer ist denn die Böse? Und ich bin die Böse, ja. Also willst du mir das erzählen? Ach wegen ist mir? Doch nicht wahr. Entschuldigung mal bitte, wegen wem lag mir denn hier? Wären wir doch am liebsten auf der Jesuitenschule. Ja. Unten habt ihr geschlafen. Das kann ja gar nicht sein. Wie neulich im Berg. Ach, es ist so langweilig, da schlafen mir die Füße ein, die Vorhaut und die Brustwarzen. Jetzt aber mal Ruhe da oben. Also. Ja, meine Lieben, ihr seht, ich bin nicht mehr allein. Es sind noch zwei Persönlichkeiten dazu gekommen, wenn nicht noch mehr. Ja, es geht nämlich wieder los. Thekenschlampe, die zweite Staffel. Und da gibt es einige Neuerungen. Wir haben das Konzept total überarbeitet. Wir haben wahnsinnige Gäste. Und wir haben Ton. Und bunt ist es auch. Es geht wieder los. Dienstag, 8. Oktober, 20.15 Uhr. Danach jeden Dienstag. Thekenschlampe. Ich freue mich wie eine Wildsau. Und ihr könnt uns natürlich folgen. Ihr. Und mich abonnieren. Verfolgt mich. Folgt mir. Macht mich glücklich. Und jetzt, wie immer, Thekenschlampe. Immer dienstags.